Eine richtige Achterbahnfahrt im Moment an den Börsen. Themen, die ich heute durchgehen werde, ist FOMO. Das nächste ist, was sich an der Wiener Börse tut. Insbesondere das Leerverkaufsverbot plus eben die Empfehlung, dass Banken keine Aktienrückkäufe bzw. Dividendenzahlungen machen sollen aktuell. Plus eben die Indizes am Weltmarkt und was macht die USA. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Greiner von broker-test.at und heute gibt es ein kleines Update von den Börsen. Extrem volatile Märkte. Wir haben eine richtige Achterbahnfahrt hinter uns. Diese Woche war am Ende positiv. Es sind quasi überall grüne Balken zu sehen. Wenn ich einen Blick auf die Indizes mache, der Dow Jones fast 13% zugelegt, den Nasdaq 8,5% und so weiter. Und das, obwohl am Ende der Woche, am Freitag, es wieder einen gehörigen Kursrutsch gab. Und zwar Dow Jones minus 4%, Nasdaq 100 ebenfalls fast minus 4%, der ATX fast minus 3%, der DAX minus 3,7%. Also am Ende der Woche ging es nochmals runter. In den ersten Tagen ging es ordentlich rauf. Die Lage ist noch immer so, wie sie letzte Woche war, wie die Woche davor. Es ist so viel Nebel. Und die Anleger, ja, freuen sich über jede Nachricht nach oben und natürlich auch nach unten. Also wirklich, ja, manisch-depressiv könnte man meinen. Also Hochphasen folgen dann wieder depressive Phasen und die Börse geht runter. Und ja, wie geht's weiter? Keine Ahnung. Wie immer, gleiche Aussage, keine Ahnung. Und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Scharlatan. Und diese diversen Menschen, die jetzt sagen, jetzt gibt es Aktien mit Rabatt, das schauen wir uns an, ob das wirklich ein Rabatt ist oder ob das einfach ein dauerhafter Rückgang ist. Denn dann ist es nämlich kein Rabatt, wenn eben die Cashflows der zukünftigen Jahre einfach niedriger sein werden als eben aktuell angenommen. Und die fundamentalen Kennzahlen, das sind alles Kennzahlen, die Vergangenheitsblicke sind und kein Blick in die Zukunft. Denn die Zukunft wird definitiv anders aussehen. Die Gewinnprognosen, die es für das Jahr 2020 gab, für die diversen Unternehmen, die werden definitiv nicht eintreten. Oder glaubt ihr tatsächlich, dass eine Booking.com genauso viele Umsätze machen wie 2020 wie 2019? Glaubt ihr tatsächlich, dass ein Sixt tatsächlich so viele Mietwagen verleihen wird wie eben 2019? Nein, das wird nicht passieren und dementsprechend sind eben diese Aktien natürlich gefallen. Und ob das tatsächlich ein Rabatt ist oder tatsächlich einfach die Einpreisung der aktuellen Geschehnisse, das werden wir in wenigen Monaten bzw. Jahren sehen, was das tatsächlich war. Das heißt, wenn eben von Rabatten gesprochen wird bei Aktien, da würde ich definitiv aufpassen. Ich glaube, dass das das falsche Wort ist. An der Wiener Börse gibt es so einige neue Informationen. Und zwar vorletzte Woche gab es ein Verbot der FMA zum Short Selling. Man hat versucht, auf europaweiter Basis ein Verbot herbeizuführen, ist aber nicht gelungen. Und jetzt haben einzelne nationale Aufsichtsbehörden, wie zum Beispiel in Österreich die FMA, eben beschlossen, ein Leerverkaufsverbot zu machen. Und zwar ist dann eben aufgekommen, es hat da eben auch einen spannenden ZIP-Beitrag mit Christoph Boschan, dem Chef der Wiener Börse, gegeben, den ich jetzt kurz einspielen werde. Viertens auch vielleicht eine kleine Rolle gespielt, oder nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt, die ein oder andere übermäßige Leerverkaufsattacke auf unseren ja vergleichsweise international vergleichsweise relativ kleinen Markt. Das hat Gott sei Dank ein Ende gefunden durch die Intervention der FMA, hier ein erweitertes Leerverkaufsverbot zu erlassen. Und entsprechend schnell ging es bei uns ja auch wieder vorwärts. Es hat nämlich an der Wiener Börse Leerverkäufe gegeben. Es hat anscheinend Gruppen gegeben, die eben die Wiener Börse, weil sie eben auch so eine kleine Börse ist, die sich ein bisschen, ja, an die Kandare nehmen und eben schauen,
was geht. Und mit diesem Leerverkaufsverbot sind diese Positionen anscheinend ja, nicht aufgegangen. Naja, was hat es dann passiert? Es ist dann wieder ordentlich nach oben gegangen. Wenn ich mir den Kurs von der BAWAG zum Beispiel ansehe, naja, Huradigams, zuerst runter, dann wieder rauf, eben, wie ich vorhin gesagt habe, wirklich Charakterzüge. Aktuell wie bei manisch-depressiv. Die depressive Phase hatten wir, jetzt ist die manische Phase, jetzt geht es eben wieder ordentlich rauf. Man wird sehen, was demnächst wieder kommen wird. Die Wiener Börse hat sich die Woche ordentlich erholt. Gleichzeitig aber, wenn ich eben schaue, die Performance im laufenden Jahr, da sind wir noch immer bei -37% im Vergleich zu den US-amerikanischen Börsen. Dow Jones -24% und Nasdaq 100 -13%. Also wir sind da eben, ja, die nationalen Indizes sind eben deutlich unterschiedlich. Die Nachrichten aus den USA in Bezug auf Covid-19, Corona, sind aber aktuell nicht sehr positiv. Also man wird sehen, wie die USA damit umgeht. In Europa ist ja der Stillstand ausgebrochen und wird anscheinend weiter verfolgt. Wir dürfen gespannt sein, wie es eben hier weitergeht. Generell FOMO im Sinne von Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu versäumen, die gibt es da draußen. Es gibt ganz einfach sehr viele Menschen, die glauben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu investieren. Es gibt auch einige Influencer, die eben aktuell eben aufzeigen, ich kaufe, 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 weil es eben jetzt aktuell gar so günstig ist. Und da gibt es ganz einfach einen gewissen Druck, zum einen einen Druck, den man sich selbst aufbaut und einen gewissen Druck von außen. Aktuell ist die Situation so, dass eben sehr viele in Quarantäne sind, beziehungsweise eben zu Hause und eben der einzige Kontakt nach außen eben vielleicht nur die Familie ist, Telefonate, aber eben im Wesentlichen irgendwelche ja, YouTube-Videos und Co. Und da könnte es natürlich dementsprechend gefährlich sein, wenn eben diese Personen einen dementsprechenden Druck aufbauen, weil sie eben zeigen, boah, ich greife jetzt zu, ich kaufe jetzt das, 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 das. Und da könnte man eben meinen, jetzt ist Schnäppchenzeit, jetzt kann ich kaufen. Aber wie vorhin gesagt, ob das tatsächlich Schnäppchen sind oder eben nicht, das kann man erst im Nachhinein beurteilen, wenn dann eben die historischen Resultate wieder da sind. Leute, passt auf bei der Bewertung aufgrund von fundamentalen Daten, die eben ein Blick in die Vergangenheit sind, dass eben ihr diese Vergangenheitsdaten in die Zukunft überträgt. Wir haben aktuell eine besondere Situation und diese besondere Situation, wie sich die tatsächlich auswirkt auf die fundamentalen Zahlen der jeweiligen Unternehmen, das werden wir erst sehen. Es gibt keine Hellseher, es gibt auch keine Verlautbarungen der diversen Unternehmen, was das jetzt heißt. Also keine Gewinnwarnungen, keine sonst irgendwas, es gibt es noch nicht. Also wenn die ersten kommen, dann kann man ein wenig ja, vorfühlen, okay, was könnte das eben bedeuten, tatsächlich für die Ergebnisse des Unternehmens heuer und dann natürlich auch für die nächsten Jahre. Wie wird sich denn unser Reiseverhalten zum Beispiel verändern? Was heißt denn das für den Tourismus? Wird es auf einmal wieder mit und alles wird wieder so sein wie zuvor? Oder werden wir unser Verhalten ändern? Werden wir weniger reisen? Werden wir vielleicht nur mehr regional unterwegs sein? Wie wird das eben die Freizeitindustrie aussehen? Also, ich würde da jetzt ein wenig ja, Füße stillhalten und besonders Hände stillhalten. Vielleicht auch nicht. Ordern. Ja, aber jeder kann machen, was er natürlich möchte. Das sind jetzt wirklich nur meine Gedanken. Auf jeden Fall würde ich im Sinne von, ha, jetzt kaufen, kaufen, kaufen und vielleicht irgendwas Hochspekulatives. Hm, vielleicht nicht. Ja, und wenn, dann eben ihr seid selbst dafür verantwortlich, was ihr macht und was ihr tut. Und bedenkt immer, es ist euer hart verdientes Geld. Wie viele Stunden seid ihr in die Arbeit gegangen? Wie viele Stunden habt ihr das oder jenes gemacht? Was könnt ihr
ganz einfach darauf verzichten, dass eben eure Investition in ein Wertpapier auf einmal 20% weniger wert ist, 40%, 60%, vielleicht auch 80%. Oder vielleicht das Unternehmen Tschare geht und es eben auf Null geht. Könnt ihr da 2000 Euro einsetzen und die sind dann weg? Wollt ihr das? Könnt ihr das? Wenn ja, alles gut. Aber eben wirklich in eure Verhältnisse dementsprechend investieren. Soweit eben mein Update. Die Woche war gut. Alles grüne Balken auf Jahressicht, Performance laufendes Jahr noch immer alles negativ. Performance 1 Monat, Performance 3 Monate, Performance 6 Monate negativ, Performance 1 Jahr. Ein Jahr ist nur der Nasdaq 100 leicht grün. Und Performance über 3 Jahre sind eben die US-amerikanischen Indizes auf aktueller Basis positiv, insbesondere der Nasdaq 100 mit plus 40%. Alle anderen Indizes, die ich so habe, außer den russischen Index und den Nikkei und den Schweizer, sind alle anderen rot, 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 rot. Also spannende Zeiten weiterhin. Das war mein Update zur aktuellen Börsewoche. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst einen Daumen nach oben, Subscription oder einen Kommentar. Alles, was ihr macht, freut mich. Danke sehr fürs Zusehen. Bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von broker-test.at.